Willkommen zurück, Söldner. Willkommen bei Let's Splinter und Jagged Alliance Teil 3. Und wir sind in Folge 5 angelangt, wenn ich das richtig sehe. Und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Fuß gefasst und uns mal noch näher mit den Werten auseinandergesetzt, sodass ich festhalten muss, für den blutigen Anfänger, der ich bin, dass es doch einen gewissen Lernfortschritt relativ zügig im Spiel gibt und insofern immer mehr zu entdecken ist. Und deswegen steigen wir jetzt wieder in die Geschichte ein. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Und wir haben in diesem Gebiet und in dieser Sektion, in der wir uns gerade befinden, noch ein bisschen was zu tun. Wir schnappen uns Buns und gehen mal gerade noch ein bisschen rum. Ich meine, wir haben alle Minen jetzt aufgedeckt, auch wenn sie nicht mehr zu sehen sind nach dem letzten Neuladen. Sollte aber alles passen. Und ich habe gesehen, dass diese Leiche hier noch zu untersuchen sei. Der Tote ist von Kopf bis Fuß mit Brand- und Explosionswunden bedeckt. Okay, ansonsten nichts weiteres. Nee. Dann habe ich gesehen... Hier geht man zurück zum Aussichtspunkt. Hier hinten die blutige Notiz können wir uns nochmal anschauen. Da sind wir am Anfang in Folge 3, glaube ich, lang. Ja, ich glaube, in dem Chaos hatten wir was Nützliches gefunden. Und dann gibt es hier auch nichts weiteres. Was wir aber definitiv noch tun können, ich komme mal mit Buns wieder zurück. Wir haben noch ein paar Dinge auf dieser Insel zu erkunden. Und das ist zum Beispiel diese hier, Hütte hier oben. Buns ist da, wir können zusammen vorgehen. Und da haben wir nämlich... Barry hat nutzbare Teile in der Nähe gefunden. Ja, hier können wir plündern. Sehr gut. Hier außen auch. Mit Q. Den schnappen wir uns mal. Oh, Moment. Was war das? Das geht hoch? Oh, wow. Was ist denn hier los? Ich habe es gerade gesehen. So schnell war ich tatsächlich nicht, als wir in den Plündern-Modus gingen. Okay. War das jetzt die einzige Explosion? Das wäre ganz schön. Die Person da drin lebt auf jeden Fall noch. Wir finden Munition. Und wir finden Peacemaker, eine Waffe. Ein Colt. Eine Handfeuerwaffe, um es auf Deutsch auszudrücken. Das ist schon mal gut. Und jetzt, glaube ich, können wir reingehen. Was war das denn? Didi Bombastic. You here to pick up some boom toys? I just sort of blew up the last batch, but I can make some more. Okay. Erstmal geht es Ihnen gut? Oh, don't worry about me. Explosions are common around here. I put a blast shield under the workbench and I've gotten really good at vaulting over it. Mhm. Yeah, but I'm low on supplies. Bring me parts so I can create some boom toys. I can make the boring types, but also some novel designs. Okay, wir bringen Teile und sie macht uns Sprengstoff. Klingt schon mal ganz gut. Wo finden wir Teile? Have you tried the rust? That bunker is full of useful stuff just waiting to be conjured into beautiful explosions. Okay, wir müssen the rust finden. But they're not that bad when you get to know them. Wait, I'll draw you a map. Mhm. H3, The Rust, wir bekommen eine Karte. 25 Bauteile und wir bekommen Sprengkörper. Wir gehen erstmal auf Erzähl. Talk fast. I just set the timer. I'm joking. I don't even use timers. Oh, explosives are so much fun. Okay, Didi Bombastic ist nicht nur auf Sprengstoff, wie ich finde. Warum bombastisch? That's what they call me. Well, at least that's what I call myself. Mhm. That grumpy old guy Basil calls me a bunch of other names, but half of them I don't even understand. What does whack job mean anyway? At least those Legion boys respect my work. They are very careful and polite around my workshop, and they bring me useful parts for explosives. Okay. Also zuallererst natürlich mal helfen, der Legion zu helfen. Sprengstoffcheck. But they are nice. They bring me parts to make boom toys. Ja, super. These parts very low quality. However, they don't allow me to go near their fort, which is full of wonderful stuff.
If you can convince them to let me inside, I'll have enough parts to make boom toys just for myself. Boah, was weiß sie über Präsident Lafontaine? President who? Sorry, no idea who that is. I hope I haven't blown him up or something. People are so careless in minefields, as if they don't have one at home. Okay, weiß sie überhaupt irgendwas und warum Sprengkörper? Well, it started as a hobby. There's a bunch of old war stuff all along the coast. Landmines, artillery shells, mortar rounds. I used to play real-life Minesweeper with my friends. Until I ran out of friends. Mhm. Soweit so klar. Jetzt können wir scherzen, ich würde aber gerne... Explosives are so exciting. They can just blow your mind. Mhm, okay, okay. Ich würde aber gerne... Yes, good one. Ja, stellen wir uns ein paar Sprengkörper her. Das ist doch schon mal ein Anfang. Oh, is it Christmas already? Thank you. Here, let's trade. Parts for boom toys. Boom Toys klingt allerdings super. I am curious. I usually order out of catalog. Wir haben 4 Stabgranaten, 2 Blendgranaten ausgezeichnet, ganz neu für uns im Repertoire und einmal der rote Draht erhalten. Okay. Have a boom, boom, bombastic day. Ist bestimmt die Tochter von Shaggy himself, Mr. Bombastic. Wir lassen das an der Stelle sein und kümmern uns um diesen Schrank, in dem wir Bauteile finden. Die wir natürlich weiter auf diesen Stapel hier packen können. Und dann haben wir eigentlich erstmal alles, was wir benötigen von dieser Insel. Wir erinnern uns an die letzte Folge. Wir bekommen aus Westen Splinter. Der kommt auch noch hinzu. Und die Frage ist, es geht hier oben zu Fuß weiter. Sollen sich bitte alle bewegen? I will lead. Hier oben geht's, glaube ich, zu H. Was ist es? Zu H3. Ich muss mir die Shortcuts auch irgendwann mal merken. H3 ist hier oben das Gebiet. Splinter. Ja, nach Ernie gehen wir noch nicht rein. Hier oben, das ist ein unterirdischer Sektor. Ich glaube, das können wir mal machen, aber ich würde gerne mich ein bisschen erholen. Wir haben uns ja darüber verständigt, dass Buns zum Beispiel müde ist. Die Erholung wird beendet von Buns, dann Ankunft in Grand Chien von Splinter. Söldnervertrag läuft hier hinten ab, das dauert noch ein bisschen. Wir spulen mal ein gutes Stück vor in der Satellitenansicht. Einige der Söldner sind müde und benötigen Ruhe. Müden Söldner stehen im Kampf weniger AP zur Verfügung, das hatten wir besprochen. Verausgaben sie sich weiter, sind sie irgendwann erschöpft. Untätige Söldner ruhen sich automatisch aus, während die Zeit in der Satellitenansicht weiterläuft. Somit ist die einfachste Methode, um eine Ruhepause zu starten, das Reisen anzuhalten und zu warten, bis sich die müden und erschöpften Söldner dabei erholt haben. Wenn wir in einer befreundeten Stadt sind und etwas Geld auf der hohen Kante haben, können wir eine Erholungs- und Entspannungsoperation starten, um für etwas aktive Erholung und Unterhaltung zu sorgen. Söldner werden sich danach im Kampf besser schlagen. Okay, wir lassen die Zeit hier mal so durchfluppen und warten auf Splinter, das 5. Truppmitglied. So, Buns ist nicht mehr müde. Gut. I just need to get my vitamins and I will be even better. So, Splinter ist in Flag Hill eingetroffen und den können wir doch jetzt sicherlich reisen lassen zu uns. Ja, ausgezeichnet. Alpha Trupp hat I3 erreicht und damit... I shall go. Certainly. Müsste er ja irgendwo zu sehen sein. Da kommt er. Unser neuer Mann. Gute. Splinter ist da. Fein, fein. Ja, und den würde ich gerne jetzt truppentechnisch natürlich hier in den Charlie-Trupp mit reinpacken. Trupps verwalten. Das sieht doch gut aus.
Ja, sehr gut. Wir könnten die zwar aufteilen, packen das aber alles momentan mal noch in einen. Yes. Sind zu fünft. Yes. Ja, verletzt. Ist immer noch Q, ist immer noch Barry, ist immer noch Buns. Gucken, ob wir da irgendwas machen können mit Q. Aber alle sind angeblich voller Gesundheit. Schön den Regen, den wir im Hintergrund hören. Ich hoffe, der kommt bei euch gut an. Wir reisen jetzt in Richtung H3. Wir haben den Söldnervertrag hier zu beachten, der ausläuft. Und wir müssen ein bisschen Geld machen, ne? Ja, und nichtsdestotrotz beginnen wir jetzt unsere Reise in das nächste Gebiet, um einfach mal zu gucken, was auf uns wartet. Zu fünft sind wir nun unterwegs mit Splinter. Ja, wir wollen den Sektor betreten. I think this place is more than hits the eye. Wir können die Verteidigung eines Außenpostens schwächen, indem die entsprechende Aufgabe des jeweiligen... Ja, und weg ist die Ansicht. Ihr könnt es euch nochmal angucken. The Rust, da hat eben Diddy Bombastic von gesprochen. Ja, da wollen wir natürlich jetzt ein bisschen was auseinandernehmen. Hier gibt es wohl viel zu holen. Oh, Bastien ist zurück. I was just talking about you, wasn't I? C'est vrai. And now you've come to meet my big family, eh? Yes. Super. Big family, many mouths. So true. Yeah, so true. But I'm sure our friends here are willing to help pay for our hospitality. After all, they saw little Miss Emma and her rich friend. I'm thinking they gave you money, no? You don't want to be selfish and let my poor family starve. Hospitality does not fill stomachs. Your money. Now. Tja, wir zahlen mal definitiv nix. Was für Gastfreundlichkeit. That's right. I showed you hospitality by letting you visit my shack. Now you have to pay for accommodation, plus interest. Wait, what shack? It's actually just a lean-to. Not like I stash things there or something. Huh? Stash? Hey, you've been holding out on us. No, I would never. Tja, wir haben nicht viel. I think we could reach an agreement for a discount. Imagine if we end up shooting each other. It would be terribly unhealthy to bleed in this mud. Oh yeah, boss, but of course I'll make a discount for you. After all, you're our first client of the day. Half price for you, eh? In terms of highway robbery, this is reasonable. Unterhändler Buns meldet sich also erfolgreich zu Wort. Tja, er hat es euch vorenthalten. Was denn genau? Ich will es auch noch mal hören. I must point out that you are not very good at lying. I thought so. I knew he's been stealing from us. Sehr gut. Merde. Erfahrungspunkte erhalten Steroid Q, Barry, Buns und Splinter. Vorteil Unterhändler aktiviert. Look, I found something. Und jetzt jagen die den mal knüppelhart hier durch die Region. Wir verfolgen das Ganze mal. Und weg sind sie. Wo sind sie hin? Fort Le Bleu. Gucken uns das gerade nochmal auf der Karte an. Ernie ist H2, dann ist das wahrscheinlich H4, oder? Ja, so ist es. Gut, die haben wir also schon mal geschickt ausgeräumt. Dr. Q. Come on. Barry Unger. Tja, und die Frage ist, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Es gibt sicherlich einiges zu holen. Oh ja, hier hinten 100 pro. Unter die Erde gehen. Ja, wir müssen hier auf jeden Fall ein Stück weit erkunden. Oh, das wird eine schöne, schöne Phase, die wir jetzt hier haben. Bin sehr gespannt. Vor allen Dingen, was auf uns wartet. Wir gehen auf jeden Fall mal in den Schleichmodus. Und harren der Dinge. Wir gehen hier mal von außen dran. Weil ich gar keine Ahnung habe, was uns hier erwartet. Und ob das Altmaterial gefunden. Wo? Ah, hier unten Bauteile. Sehr gut. Weil ich nicht weiß, ob der Marodeur mit seinen Mannen, die jetzt eben abgehauen sind, die einzigen waren, die hier in dem Gebiet sind. Kräuter gefunden.
Ja, die sammeln wir natürlich sofort mit Steroid auf. Medikamente, gerne. Wo sind die jetzt? Wahrscheinlich hier entsprechend mit drin. Und wir erinnern uns daran, dass wir alles brauchen. Hier geht's nach H2, da wollen wir nicht hin. Ich sehe noch keine Gegner, das ist erstmal beruhigend. Und dann nehmen wir hier die Bauteile. Wahrscheinlich ist hier echt keiner mehr, außer uns. 4 Teile sind geborgen, sehr gut. Gucken, ob hier hinten noch was schlummert. Sieht aber nicht so aus. I will sneak up like a tree falling in the forest. Quiet and efficient. I can use this. Ja, wir haben noch ein paar Kräuter entdeckt. Ich finde es immer schön, man entdeckt die und dann weiß man doch, ah doch, hier oben sind die. Dann gehen wir auch mal hier lang. Hier drüben sind auch Kräuter, ausgezeichnet. Alles abgrasen ist die Devise. Hier ist ein Turm, niemand ist drauf. Wir können hier übrigens über die Etage wechseln, Ansicht, ganz da oben gehen. Geht immer für die Gebäude auf der Karte, auf der man sich befindet. Kann man bis nach ganz oben dann durchscrollen. Wir finden ansonsten hier insbesondere keine gegnerischen Einheiten, die uns gefährlich werden könnten. Offenkundig jedenfalls. Und für den Moment. No, ja doch. Marodeur, der keine Sicht hat. Die Frage ist, ist es nur der eine? Mit wem gehen wir vor? Ne, jetzt sehen wir schon 2. Irgendwo ist. Da ist der 2. Das sind alles Marodeure, ne? Dann ist die Frage tatsächlich, ob wir auf den Turm hochkommen. Wo geht der los? Hier unten. Oh, da kommen wir nicht hin, ne? Ich versuche mich mal mit... Tja, mit wem versuchen wir uns mal? Und vor allen Dingen, wie sind wir ausgestattet? Ich glaube, wir rüsten uns erstmal noch ein bisschen weiter. Wir wissen, wo der Gegner ist. Können hier unten lang. Und haben dann noch keine Probleme. Irgendwo sind angeblich weitere Kräuter entdeckt worden. Ich sehe sie mal wieder nicht. Und weitere Medikamente. Ah, hier hinten geht jemand, ne? Hier haben wir ihn gesehen, der Marodeur. Oh, 2 in Sicht. Ist das jetzt der von hier drüben und ist der gewechselt? Ich schätze, es sind 2 Personen. Hier unten können wir plündern. Wir finden ein weiteres Brecheisen. Und ganz wichtig, 2 Stabgranaten. Wo packen wir die denn hin? Zu Steroid. Oh, ich sehe 3 Gegner. Halten sich alle ärgerlicherweise in der Mitte auf. Be quiet now. Alright, but I don't see how they won't spot my magnificent physique. Wir robben uns hier mal hier unten lang. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Hat er nicht? Moment. Doch, jetzt haben wir hier die Stabgranaten, mit denen wir auf jeden Fall hantieren sollten.
Außerdem haben wir doch... Ah, wir haben Blendgranaten bekommen. Die rüsten wir auch noch aus. Gute Reichweite mit dem Gewehr übrigens. Und geben dem mal noch die Blendgranaten. Und guck mal gerade, wirkt sich auf den ausgewählten Bereich aus, verursacht unterdrückt, reduziert die Energie des Ziels einmal pro Kampf und wirft Einheiten im Zentrum der Explosion zu Boden, beinahe lautlos. Das wäre eine ganz gute Idee, die mal zu werfen und mit den anderen hier mitzukommen. Können wir die auch im Liegen werfen? Wir robben uns mal vor. Die Sprache von Steroid ist einigermaßen witzig. Aber wenn wir die schon mal ausschalten, wäre es super. Was wir auch wollen, ist, dass die hier ein bisschen weiter nach vorne kommen. Barry mal hinten rum und Dr. Q versteckt sich. Ja, und offenkundig bin ich hier echt extrem gut geschützt. Sehen tun die mich nicht. Ja, und dann die Blendgranate. Guter Radius. Sind alle drei da? Nee, ne? Wo ist der dritte? Oh, wo ist denn der dritte hin? Ist nicht zeitkritisch für den Moment. Hätte gerne den dritten Marodeur noch irgendwo. Dass der gerade mitgeblendet wird. Da hinten ist... Ja, da hinten ist er. Ja, der kommt rüber. Ausgezeichnet. Blendgranate. Und einmal bitteschön. So, und damit sind es auf einmal 4, 5, 6. Hier hinten auch noch. Und wir... Können wir noch was machen? Wie viel AP haben wir mit ihm noch? 3. Verbraucht alle AP. Das Ziel ist markiert. Schieße zu Beginn des nächsten Zugs auf das Ziel, um 36 Schaden zuzufügen. Wenn sich das Ziel immer noch in Sichtlinie befindet. So. Wir rücken vor. Er ist verletzt, das ist schlecht. Haben wir hier freien Schuss? Nee, natürlich nicht. Mit Splinter können wir Überwachung starten. Potenziell würde gern hier hochgehen. Auf der anderen Seite ist hier unten drin bleiben gar nicht mal so doof für den Moment. Und dann lassen wir die Runde mal zu Ende gehen. Wir kommen alle schön nah. Also weit, aber so schlecht. Steroid steht hier jetzt echt schlecht. Steroid ist... Todeschance keine. Das ist alles nicht so ganz super. Wir nehmen Buns. Stehen auf. Und schießen.
auf den Kopf. Ich hoffe, die kurze Distanz schafft sie. Reichweite ist absolut drin. Ja, ausgezeichnet. Guter Schuss. Er ist fast tot. Kann sie nochmal schießen? Ah, zu wenig AP. Dann legt sie sich gerade wieder hin. Yes? Splinter, einmal hoch. Ein Einzelschuss. Distanz ist gut. Laufen und schießen oder das Messer werfen. Na, ich glaube, wir gehen hier hin. Nach oben. Aiming. Oberkörper ist geschützt. Flakweste. Mit dem Messer komme ich nicht so weit. Freies Ziel. Ne, wir schießen einfach auf den Kopf. Und hoffen zu treffen. Oh, sehr schön. Minus 1 damit. Ausgezeichnet. Tja, wir brauchen eigentlich Q hier vorne. Noch 2 AP. Legt sich hin. Oh, und Steroid ist hier hinten richtig mies getroffen. Das war zu offensichtlich. Wir haben Barry hier hinten. Kann sich gut fortbewegen. Und genau da geht die Runde dann zu Ende, glaube ich. Ja. Ah, das Problem ist, der steht hier echt mittendrin, ne? Tja, die Verstärkung kommt in 20 Minuten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bevor jemand merkt, dass der Bunker angegriffen wird. Das sieht nicht gut aus, meine Damen und Herren. Gar nicht gut. Zug ist zu Ende. Viel Bewegung, aber keine Schüsse. Sehr viel Bewegung und keine Schüsse. Das ist ziemlich gut gewesen. Na, die Frage ist, der ist jetzt hier oben ziemlich schlecht Splinter. Wie viele brauchen wir? 3 bis 4 AP brauchen wir fürs Messer werfen. Könnten uns ihm hier direkt gegenüberstellen. Ja, hier haben wir eine ganz gute Chance. Logischerweise. Und versuchen das im direkten Kampf hier. Ready to shoot. Und legen uns vor ihm hin. Ich wollte eigentlich nicht so schießen. Ich wollte eigentlich das Messer werfen. Er ist immerhin verletzt. Wenn wir jetzt von hinten... Haben wir einen freien Schuss auf ihn? Ja, das wissen wir, dass er badly hurt ist. 7 von 8 AP. Hier sind es 5. Ich hoffe, dass wir von hier noch einen Schuss absetzen können. Zu wenig AP. Schleichen uns von hinten an. Und verschanzen uns bestmöglich. Dr. Q. Gut geschützt. Dauert ewig jetzt hier. Das muss ich zugeben. Banz hat noch Aktionen. Hat eine Person im Blick.
Wahrscheinlich diesen hier. Easy. Leider einen Ticken außerhalb der Reichweite. Wo kann sie hin? Die Versuchung ist, hier hinzugehen. Und dann ganz gemütlich auf den Oberkörper zu schießen. Immer noch nicht tot. Und die Verstärkung kommt relativ zügig, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und dann geht der Zug zu Ende. May God have mercy on fallen comrade. Bite down on your pain and fight on. Boah, ist Steroid gerade verreckt. Ah, Buns wird getroffen. Death is just so messy. I'd rather avoid it. Observe how I die. Das sieht alles gar nicht gut aus. Wo läuft Barry hin? Ah, Barry gerät in Panik. Das ist nicht gut. Und Steroid ist... Boah, im Einsatz gefallen. Bitter. Und Q steht richtig blöd da. Wir hauen ab. Buns ist außer... Wow, Buns ist jetzt außer Kraft. Splinter noch zur Verfügung. Versteckt sich ein Ticken mehr. Muss gar nicht krabbeln. Er kriegt jetzt hier das Messer. Minus 1. Immerhin. Hinlegen. Barry hatte Panik. Nicht gut. Gar nicht gut. Den können wir auch nicht mehr bewegen. Und damit stehen wir in einer sehr turbulenten Situation hier, weil es am Ende dann auch 6 Personen sind. Boah, und ich weiß nicht, die Verstärkung wird wahrscheinlich kommen. Hier hinten noch jemand unverletzt. Ein Scherge. Steroid gefallen. Es kann sein, dass hier alles über die Wupper geht und wir uns nochmal ein gutes Stück besser anstellen müssen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, dass wir irgendwie an Steroids Munition und alles, was er dabei hatte, kommen. Denn der hat die ganzen Granaten und ähnliches dabei. Die müssten wir jetzt ein gutes Stück nochmal werfen. Die Position da unten war zwar gut, aber sobald man uns entdeckt, sind wir im niedrigeren Terrain natürlich ein Stück weit aufgeschmissen. Es gilt, taktisch klüger vorzugehen. Das lernen wir hier als blutige Anfänger ein ums andere Mal in den Kämpfen. Und das ist ein krasses Ungleichgewicht hier mit den Marodeuren, die echt übel mit ihren Maschinengewehren schießen. Und insofern sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Jagged Alliance 3. Schaltet wieder ein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut, euer Let's Splinter. Ciao, ciao.